warum ich tauche öfters meinen Pinsel in, was weiß ich, Cadmiumrot, Titanweiß und vielleicht also eine Spur von Zitronengelb, dann wird es so ein bisschen Mannerschnitte warm oder aber auch ein bisschen, also eine Spur wirklich, also ein ganz kleines Spürchen von Ultramarinblau, dann wird es ein bisschen das kalte Blau. Und was passiert dann? Ich sehe Rosa auf meiner Palette. Was ist das überhaupt, Rosa? Man weiß es nicht genau. Man sagt, es ist ein Farbspektrum, man sagt auch, es ist ein Farbkörper, obwohl es absolut unkörperlich ist. So wie jede Farbe übrigens auch. Farbe hat keine Materie. Farbe ist ein Ätheritum. Farbe ist nicht materiell. Es ist sehr ephemer. Zum Beispiel, wenn ich einen rosa Pullover berühre, dann berühre ich einen Pullover. Wenn ich einen rosa Stein berühre, berühre ich Stein. Aber ich berühre nicht rosa. Rosa kann man gar nicht berühren. Wenn ich mein Bild berühre, berühre ich Schmutz auf Stoff gespannt. Aber ich berühre doch nicht das Bild. Das Bild kann man gar nicht fassen. Was ist es da? Eine Vorstellung, eine Chimäre, eine Illusion. Und andererseits behauptet man, Rose ist eine der schönsten Illusionen. Blavierrot, das sind die rosarote Brille. Das heißt, arm sind die, die Rosa nicht kennen. Diese Bilder enthalten mehr Rosa, als man glauben gedenkt. Vielleicht ist es in einer Unterschicht verborgen oder aber auch deutlich sichtbar. Auf jeden Fall, mit einem bloßen Auge kann man nicht so viel Rose wahrnehmen, wie viel Rose in diesen Bildern ist. Da gibt es also ganz andere Wesen, wie zum Beispiel Bienen. Also die sind von Natur aus besser ausgestattet. Wahrscheinlich. Warum wahrscheinlich? Weil sie die Biene nicht so leicht versetzen können in die Sichtwelt einer Biene, auch wenn uns das die Wissenschaft vorfasst zu können. Also es ist schwierig, sich in die optische Erfahrung einer Biene hineinzuversetzen, wenn man selbst keine Biene ist. So 2017 ist ein Jahr, für mich ein Jahr ohne Malerei gewesen. Warum? Weil wir den ersten Drehtag von dem Film Feldhof, das war ein aufwendiger, also sehr schön, am 30. Januar 2017 hatten, und da hatte ich einen Traum, in dem mir eine höhere Instanz maskiert, mir befohlen hat, die Malerei zu lassen. Ich musste gehorchen, es blieb mir nichts anderes übrig. Ich hätte mich natürlich auch widersetzen können. Nur, was wäre daraus geworden? Hier ein malerisches Fragment, da eine Filmmelodie vielleicht. Ich meine, vielleicht wäre das wirklich ein Kunstwerk, ein sehr zerstreutes Kunstwerk. Also so wie die Musik von Mothers of Invention. Ne? Da entsteht ein Ton, da zerfällt die Melodie links, rechts, also plötzlich orientiert man sich nicht, das ist das Film, ist das Malerei, was ist das? Aber ich habe eben also diesem Gebot gehorcht. Die Malerei, nicht an sich natürlich, also ich bin ein kleines Pünktchen auf der Weltkarte, in mir hat eine Hebung erlitten. Bewusst eingeordnete Hemmung. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese, ich weiß jetzt nicht, was das ist, ist es ein Wesen, ist es eine, kommt noch jemand? Aber das flüchte ich schon diese Malerei oder diese Wesenheit der Malerei hat sich, also ich habe wirklich ernsthafte Hinweise
also ich muss befürchten, dass sich diese Malerei tatsächlich also auch nicht stillgehalten hat in der Zeit, sondern sich manifestiert hat in Gestalt einer gedanklichen, sagen wir, Libelle. Das ist so etwas wie ein herumschwirrendes filmisches Auge, also was also malerisches Licht auf dies oder auf jenes wirft, auf die Schauspieler. Wir haben hier zwei Hauptdarsteller dabei, Alexander Fellner und Carlo Filippelli, und auch auf die Objekte und auf die Szenerie. Und diese Libelle ist etwas wie eine gedankliche Drohne, eine virtuelle Drohne, die herumschwirrt und eben. Sonst wäre dieser Film nicht so malerisch und auch nicht so rosa geworden. Ich griff wieder zum Pinsel 2018. Das heißt, also es gibt hier einige Bilder, die 2016 begonnen wurden, 2018 fertig gemacht wurden oder welche, die 2018 begonnen wurden. Aber es ist keine Spur aus dem Jahr 2017. Das kann jede forensische Analyse belegen. Und nach dem Motto, macht ein Pinsel schmutzig. Von Rubens. Von ihm stammt dieser bedeutende Satz, macht ein Pinsel schmutzig. Und da kam ich auf einige Erkenntnisse in dieser Zeit. Also das heißt, also zwischen Dezember 2017, vielleicht Januar eher 2018 bis jetzt. Das sind vielleicht jetzt nicht so gewaltige Erkenntnisse, aber ich will sie mitteilen, weil das ist das, was kein Kunstkritiker oder Kurator mitteilen kann. Und ich bin sehr dafür, dass Reden von Künstlern gehalten werden, weil die sind konkreter. Oder, wie soll ich sagen, aufschlussreicher. Vielleicht weniger theoretisch, aber empirisch belegter. Was waren die Erkenntnisse des Jahres 2018? Die ist ja noch nicht vorbei, also deswegen sieht es vielleicht ganz klar. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem kleinen Format vorangekommen bin. Das kleine Format, das ist diese kleinen Portraits, das ist nicht einmal klein, weil die Köpfe sind doch recht groß, also ist es fast lebensgroß, aber trotzdem, für mich ist es ein Schritt. Ich hatte immer ein Problem mit dem kleinen Format, weil beim kleinen Format muss man sich sehr kontrollieren. Das ist also sowas, was man wo man aufpassen soll, dass man nicht aus dem Bild rausfährt, obwohl, das merkt keiner. Aber trotzdem, man hat das Gefühl, dass man ist eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit. Ein Jahr lang hatte ich nicht gemalt gehabt und im Jahr 2016 bin ich drauf gekommen, dass man nicht pinseln soll, sondern den Pinsel schwingen soll, aus dem Handgelenk. Das hat dazu geführt, dass ich im Januar eine kleine Sehnenentzündung hatte, weil ich diesen Pinsel so heftig geschwungen habe, dass ich auch in der Nacht die Bewegung weitergemacht habe im Bett, so wie diese Hunde, die im Traum laufen. Das ist Kuratoren natürlich nicht, weil die haben ganz andere Träume. Und das kleine Format, ich kann es nicht ganz genau begreifen, aber es war für mich also eben so ein komisches Ding, also was, wo man sich jetzt nicht ausbreiten kann, keine freie Bewegung. Und dann bin ich drauf gekommen, wie das geht. Also jedes Format ist praktisch also eine Vorstellung im Gehirn. Also man kann sich auf was Großes einstellen und ein Kleines. Also wie die Zen-Buddhisten, die wenn sie schießen, konzentrieren sie sich auf die Scheibe. Bis die so groß wird, dann kann man sie nicht mehr verfehlen. Und hier war aber eben der umgekehrte Prozess. Ich kann das jetzt nicht in Worte beschreiben, aber ich kann es vielleicht gestisch zeigen. Ein Kleinformat funktioniert so. Es ist nicht, also Entschuldigung, es ist keine Performance. Also ich versuche etwas zu erklären, was jetzt nicht verbal funktioniert. Also man versucht in diesem kleinen Format, also man stellt sich vor, das ist groß und man macht dann halt die entsprechende Bewegung, aber es wächst. Okay. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist im Jahr 2018, ist die Bedeutung des Hundes in meinen Bildern.
Die haben so gut wie kein Bezug. Die forensische Analyse kann beweisen, dass ich einen festen Draht zu Katzen habe. Weil diese Bilder sind mehrfach signiert, vor allem genetisch signiert, das ist das genetische Material meiner Katzen. Also wenn man die unter der Lupe nimmt, kann man genau sehen, ich verliere keine Haare, da sind eindeutig Katzenhaare, die nicht aufgebaut sind. Warum dann der Hund? Es ist nicht so, dass ich keine Affen gemalt habe, aber beim Hunden, also die man ja sehr oft trifft und die sehr nah am Menschen sind, merkt man im Blick eine ganz besondere Bereitschaft oder ein Wille. Einer ist ja gefallen, der Brave, und andererseits zu verstehen zu wollen. Es ist im Hundeblick eine reizende Verwirrtheit, vielleicht ein Anflug von Verwirrtheit. Das heißt, ein Hund, der sehr nah am Menschen lebt, probiert zu verstehen, habe ich das Gefühl, was die Menschenwelt ist. Das heißt, der Hund ist ein guter Beobachter, weil er natürlich also eben also immer entspricht und antwortet. Aber andererseits ist er auch sehr bemüht. Und so komme ich mir auch vor, wenn ich male. Ich bemühe mich, die menschliche Welt und die Zusammenhänge der menschlichen Gesellschaft zu verstehen. Warum? Weil ich im Zustand des Malens, und ich schließe mich jetzt nicht so extrem aus, oder ich hebe mich nicht hervor. Ich glaube, das passiert bei allen Malern. Es gibt den Taxifahrerblick, ne? Und es gibt auch den Malerblick. Also der Malerblick ist ein nicht wertender Blick. Das ist ein beobachtender Blick, sozusagen, man nimmt vieles wahr, immer ein bisschen überrascht. Ha! Diese Linie, das Auge da, glänzt, glatt, Licht und dies, das, ha! Aber auf der anderen Seite nicht wertend, das heißt nicht verbalisiert, weil die Wertung kommt durch die Verbalisierung. Und ich glaube, der Hund auf meinen Bildern, also früher waren es Möpse oder jetzt ist es ein Labrador im ersten Raum, der ist eigentlich, das ist eigentlich ein Selbstporträt. Ich bin vielleicht nicht behaart, aber mein Pinsel ist es sehr wohl. Und das ist eine Verlängerung meiner malerischen Funktion. Und wiederum, also Bilder, die vielleicht wie mich aussehen optisch, das bin ich gar nicht. Das ist immer, also man soll sich nicht täuschen, dass die Oberfläche ist eine totale Illusion. Also ich bin vielleicht viel mehr das als das. Also das weiß man nicht, oder? Ich bin der Hund da vorne. Viel eher im Empfinden, das heißt also diese Beobachter, der nicht verbalisiert, der einfach schaut, was es alles gibt an Linien und Farben, Komponenten, Parameter. Und es ist kein Wunder, dass wenn ich, sagen wir, 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden, also ich halte immer länger aus, das muss ich dazugeben, da gemalt habe, ungefähr eine weitere Stunde brauche, bis die Worte zu mir zurückkehren, bis ich wieder einigermaßen vernünftige, verständliche Sätze bilden kann. Weil das Gehirn eben nicht so schnell umschalten kann von einer Ebene auf die andere. Weitere Erkenntnisse. Ja, also die Frage, was will ich von der Malerei oder was will ich von der Kunst, ist immer mehr gewichen der Frage, was will die Kunst von mir? Und im Traum kam die Antwort von der höheren Instanz. Und die lautet, die totale Unterwerfung. Das heißt, mir bleibt wirklich nichts anderes übrig, als dem zu gehorchen. Weil ich nichts Vernünftiges gelernt habe, eine hoffnungslose, notorische Synästhetikerin, Übersetzerin, danke. Ich habe nichts zu
sagen.